Es begann vor über 75 Jahren. Bereits 1936 wurde in Halle Basketball gespielt. Wurden die Hallenser durch die Olympischen Spiele 1936 in Berlin oder durch die missionierenden Mormonen-Studenten Wright und Gardner inspiriert? Bekannt ist, dass mehrere Hallenser Vereine mit militärischem Hintergrund am Basketballspielbetrieb teilnahmen. In der Aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg war Leo Hübner einer der Initiatoren. Er hatte vermutlich im Baltikum Basketball gelernt und kam nach einer Kriegsgefangenschaft nach Halle. Er stieß am Bußtag 1950 oder 1951 zu einer Sportgruppe in der Moritzburg Halle. Jacobi, das ist der Spieler mit der Nummer 4, gehörte zur Sportgruppe Moritzburg, die Volleyball und auch etwas Basketball spielte. Harry Jacobi ist als Hallenser Spieler bereits in Presseberichten der Weltkriegsjahre zu finden. Die einzig gesamtdeutsche Nationalmannschaft, die an einer EM teilnahm. Im Team als Spieler der spätere Hallenser Gerd Konzak und Leo Hübner als Co-Trainer. Das deutsche Team kam auf Bestreben der Sektion Basketball der DDR und der toleranten Einstellung des amtierenden DBB-Präsidenten Alfred Kornmann zustande. Die Sporthalle Burgstraße war, nach der Moritzburg und der Halle der Leichtathleten in der Dölauer Straße, die dritte Spielstätte der Basketballer. 1894 bis 1896 als Reithalle der Kavallerie gebaut, mit Sandboden versehen und einem Wasserhahn und einer Pferdetränke als sanitäre Einrichtungen ausgestattet, wurde sie nach und nach auch mit Hilfe der Aktiven zur Wettkampfstätte des hallischen Basketballs. Nicht nur beim Hallenbau, sondern auch bei der Geräteherstellung war Eigeninitiative gefragt. Schlossermeister Kurt Lieb spielte bei der Geräteentwicklung für Mini-Basketball eine wichtige Rolle. Die Trainer und Spieler und Spielerinnen des SC Chemie sollten und wollten die Verbindung zum Alltag nicht verlieren. Alle gingen, trotz Förderstellen, mindestens zweimal wöchentlich ihrem Beruf nach. Die Herren waren bei einem Praktikum im Autohaus.
umfangreicher Kinder- und Jugendarbeit, modernisierter Sportstätten und kompetenter und engagierter Trainer war Mitte der 60er Jahre der Anschluss an die europäische Spitze hergestellt. Die Herren-Nationalmannschaft der DDR belegte bei der EM 1963 Platz 6. Die Damen gewannen 1966 EM Bronze und belegen bei der WM 1967 Platz 4. Die Damenmannschaft des SC Chemie stand 1969-70 gegen TTT Riga im Finale des Europacups der Landesmeister. Volkhard Ulich wurde 1961, 1963 und 1967 für die Europaauswahl nominiert. Aus sportpolitischen Gründen wurde 1969 die Leistungssportentwicklung im Basketball durch die Partei und Sportleitungen der DDR abgebrochen, Starts bei FIBA-Wettbewerben untersagt. Die Sektion Basketball des SC Chemie wurde dem Halleschen Pumpenwerken bzw. Kombinat Pumpen und Verdichter, kurz KPV, zugewiesen. Die Basketballer bauten für die Pumpenwerke eine Sportgemeinschaft mit über 1000 Mitgliedern in 10 Sparten auf. Sie gewannen damit viele Unterstützer, insbesondere den Werkleiter Armin Knaut und seine Familie. Es waren die vorgezogenen Lehrjahre für die Anforderungen, die Basketballer 1990 erwarteten. Mini-Basketball trat in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts seinen Siegeszug durch Europa an. Der Hallenser Gerhard Franke gehörte zu den Pionieren des Mini-Basketball in Deutschland.
Auch die KPV-Teams trafen in regelmäßigen Abständen, oh Wunder, in Polen oder Ungarn auf Teams aus Vicenza, Leverkusen oder Düsseldorf. Sich in der Bundesliga zu behaupten, war schwer. Der deutsche Damenbasketball zählt in den 90er Jahren zur europäischen Spitze. Wir waren angekommen. Der Hallenser Nachwuchs gehörte auch in Gesamtdeutschland wieder zur Spitze. Von der Jugendspielerin zur Managerin, von der Burgstraße zur neuen Arena. Ein Erfolg der neuen Macher.